Ja, hey Leute, Mr. Semtex hier und herzlich willkommen bei GTA Nummer 5. Und zwar, wo ist meine Muku? Ja, Trevor hat mal wieder ein... Alter, hab ich einen sitzen, Junge. Komm zu mir zurück, Schatz. Es tut mir leid. Ich wollte dich doch nur melken. Was hat sich eigentlich der erste Mensch dabei gedacht, als er eine Kuh gemolken hat? Da muss doch mal irgendeiner gedacht haben, ey, geiles Ding, ich nuckel da jetzt mal dran rum. Eigentlich ein ziemlich perverser Grundgedanke, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber schmeckt ja, ne? Meine Cornflakes mit Wasser wäre ein bisschen scheiße. Also, danke, lieber perverser, Unbekannter, der die erste Kuh gemolken hat. Thanks for making my cornflakes delicious. So. So, mit Trevor haben wir noch richtig viel Mission frei. Das wollen wir mal ein bisschen ausnutzen. Semtex kann kein Auto fahren, ich weiß. Ich weiß, wie ich es jetzt als Running Gag selber einbauen. Immer wenn ich ramme, werde ich irgendwie, Semtex kann kein Auto fahren und so einen Scheiß sagen. Nehme ich euch das einfach mal vorweg. So, hier ist ein neuer Fremder und Freak. Oder wir fahren ihn nochmal zu Minuteman. Oder was können wir hier oben machen? Achso, das ist ja mein Hooters-Abklatsch. Oh, noch mehr Freaks, noch mehr Freaks. Aber wenn wir schon mal hier sind, fahren wir doch mal zu ihm hier hin. So. Ich überlege, ob ich diese Folge die andere Randale-Mission mache in der City. Wo ich da wieder 1000 Leute umklatschen muss. Ich würde jetzt ja sagen, entscheidet ihr, schreibt in die Kommentare, ob ich das jetzt machen soll. Das Ding ist, wenn der Part online ist, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr lustig seid. Der ist dann ja schon abgedreht. Komm her! Dear. Oh, scheiß Bambi. Dear, dear. Oh, dear, dear, haha. Hör mal, ich bessere Wortspiele und die sind schon scheiße. Ne? Lucky miss! Halt die Fresse, so. Ich bin gespannt, was hier noch für Freaks sind. Ich meine, wir haben jetzt ja schon im Laufe des Let's Plays hier einige bekloppte Leute kennengelernt. Und, upsala. Coyote, 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 definitely a Coyote. Oh, ein Coyote. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es ein Hase oder ein Coyote ist. What the fuck? Mann. Aber jetzt mal, gehen wir jetzt einfach mal nach Straßenverkehrsrecht, okay? Ich bin kein Fahrlehrer. Aber wenn ich eine Fahrbahn kreuze, ohne zu blinken oder irgendwas, einfach die Fahrbahn kreuze eines anderen, muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann hinterher der Gefickte bin, der tot in seinem Auto hockt. Was übrigens mitten im Weg steht. Ich habe mich richtig verhalten. Elchtest habe ich vielleicht verkackt, aber ich bin nicht schuld. So, opala. Ah, ich bin zu weit gefahren. Deswegen hat er mich gerammt. Der wollte mir sagen, Semtex, du musst da rein. Komm mit mir mit ins Abenteuerland. Ja, habe ich nicht mitgekriegt. Aber hier, so eine Pfeile brauche ich. So eine Pfeile brauche ich. Großer Leuchtepfeil. Du musst hier gleich abbiegen, pass auf, da ist die Straße vorbei. Dann kriege ich auch alles hin. Dann ist doch alles in Ordnung. Der schießt auf den Mond oder was hat der geraucht, Alter? Hey, bud. What you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. 'Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Gratis Sniper. Ich hab schon eins. Gut, was jagen wir? Folge Cletus. Klitoris. I got just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Nigger shooting. Okay. You see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real
vital pillar of the community. Folks in this town would sell their own mother, and most of those are already dead. Screw them. Yeah, that's it. Give them hell. Shoot another one. Bombs! No more reality TV. So, da ist die andere. Bam! Boom! Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. Aber ein cooles Snipperchen. So. What now? We're gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? It's like I. Slippery as that, you'll see. Well, we'll take your vehicle then. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local, small batch, farm-to-table bullshit. You know, I could maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. Here we are. Here we are. Das ist schon so Coyote-Akti, Alter. I bet you never shot out the tires on a car before? Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I wanna see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car, good plain old-fashioned fun. So. Ah, fuck. Ha! Doch nochmal getroffen. Ach so, bei noch einem fahrenden Auto. Okay. Jetzt ist mal wieder ein Auto gekommen. Ey, die fahren dahinter lang, das ist unfair. Und der ist voll schnell. Nice, go on, one more. Jetzt habe ich, glaube ich, langsam den Dreh ein bisschen raus. Looks like maybe you could use some more practice. Right, let's change it up. Come on, follow me. Ja, am Ende dieses Mitbewegen, das war gut. Das hat geklappt. Der erste einfach so random draufballern, das muss ja. Achso, ich muss gar nicht Auto fahren. Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than that. Why are you getting all ornery? Scheiß Ratte. Du darfst leben. Ich bin Trevor, ich habe kein Prinzipien. Ratte. Und jetzt müssen wir bestimmt ran töten und dadurch, dass schon eine tot ist, kann ich die Mission nicht beenden. Das ist mein Glück. Sowas. Das ist mein Glück. Quickscopes. Der wäre so tot, Alter. Bam, 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 bam. Kannst du noch einen Schritt schneller laufen, ey. Wir haben nicht viel Zeit. So ein Park geht nicht zwei Stunden. So, und worauf schießen wir? Negus. Ich hasse Quadfahrer. Aziz. Alright, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Schieß auf drei Kojoten. Wo sind hier denn Kojoten? Ach da. Bams! Sing to me now, song dog! And another! Hellfire! That should do it. Nicely done.
Don't get your panties in the wall now. Seen that before. Motherfucker, ist das ein Lucky One, Alter. Ha! Dumbass! I reckon you should tag along next time I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? Alright, gotta go. I'll send you a text when I'm about. $5,920 für Reifen zerschießen? Ach so, Mieteinnahmen der Immobilie, bla bla bla. Alles klar. Ich dachte gerade schon, ich habe gesoffen. Vanilla Unicorn, 5000 und alles klar. Alter Schwede. Ich heiße immer noch Quadfahrer. Gut, da haben wir uns den Freak doch mal angeschaut. Wo gehen wir mal als nächstes hin? Rocket Man, hier will ich jetzt nicht. Magic. Aber hier sind zwei doch direkt auf dem Haufen. Düsen wir erstmal zu ihm hier. Ist die sicher mit dem Taxi? Hallo. Yeah, need a tank. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Wonderful. Wonderful. Biatch, was hab ich hier denn? So viele schöne Waffen. Panzer V. Geht nach außen. AP-Pistole. Gefechts-MG. Karabiner. Sturmschrotflinte. Nein! Taxi nimmt dich sonst gar nicht mit, Junge. Oh, poor lonesome cowboy. Ich hab dich gesehen. Wollen wir diesmal das Taxi fahren lassen? Where can I take you? Vinewood Hills. I'll get you there fast, buddy. Das ist schon mal die falsche Richtung. Nur mal so. Alter, wie fährst du? Nee, komm. Da fahr ich ja besser. Kann sich ja kein Schwein angucken. Will ich euch ja nicht zumuten. Der bei mir schon schreit. Ach, jetzt wird Bock, eine zu rauchen, ey. Oh. Kennt ihr jetzt den Schlag, als ich so richtig hart Schmacht bekommt? Wie bist du? Hier, und dann kann ich nicht fahren? Das Spiel selber kann nicht fahren. Oh. Wonderful. A veritable treasure trove. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap. Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. Oh. Like that, huh? Yeah. Oh. Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough, huh? Now, you like that? Stop! Ooh. Please! Oh, hey! Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley, big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. No, look at this map. I mean, a lot of these places have
famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Okay, das sind bis jetzt die größten Freaks im Spiel. Trevor ist noch vollkommen in Ordnung verglichen mit denen. An dem ist überhaupt nichts verkehrt. Trevor ist die Ruhe in Person. Mit dem Bekloppten hier verglichen. So. Deswegen können wir schon fast laufen. Was? Hupst du mich an? Alles klar, gleich ein Auto, Junge. Ja. Zu überlegen, bis bevor du mich angehupt hast. Fette, schwarze Schlampe. Zieh dir die richtige Hose an, ich kratz gleich. Ich weiß nicht, bei welchem Promi ich jetzt im Müll fühlen soll hier. Weil der wurde angezeigt auf der Map, kriege ich jetzt ja nicht, ne? Aber gut, vielleicht kommt das hier irgendwie nochmal. Ja, nicht mehr weit. Achso, alles klar, wir lassen das. Die Bereiche, die Pommeln sind ganz. Achso, alles klar, gut, sind jetzt so markierte Bereiche. Alles klärchen, meine Bärchen. Selling it, you want to buy it? I'm downsizing. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. Oh, but you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bouncy? Josh. Josh Bernstein. Yeah, I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the check? I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's just a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He was my best friend, and now he has taken all of my clients, all of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? That was easy. She's worth it, man. I love you. Alles klar, für Ficken machen wir alles. Wo sind seine Schilder? Ich hau sie kaputt. Lenny Avery. Hier, wo sind die Schilder? Ich hau sie um. Komm, sag an. Sag an, wo sind die? Finde und zerstöre alle Verkaufsstände, die du im nördlichen Stadtgebiet findest. Promi-Gegenstand. Seren, Kfz, Abschleppplatz. Kiebischen Leute hier angezeigt. Suchen wir mal nach zu verkaufen Schildern. Da ist eins. Oder? Ja. Weiter geht's. You wanna end up in the trunk of this thing? La 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 la. Webseite, nee, komm, das ist Game.
Ich glaube, nee. Ich glaube, ich muss hier echt in dieses Winewood rein. Ich glaube, ich bin schon zu weit weg. Ja, fangen wir hier so peilen wir mal an. Oder wollen wir uns mal eben auf die Karte gucken? So, was ist ein SMS, die ich gekriegt habe? LindyAveryReality.com. So. I find maps. Hampstead Drive. Anfahrt. Cooles Ding. Das ist dann doch ganz praktisch. So, kloppen wir mal eben seine Schilder um, um die alte noch zu knallen. Das nehmen wir uns mal für diesen Part noch vor. Ich nehme jetzt extra erstmal hier das etwas abgelegenere Haus. Weil die anderen liegen hier gleich alle auf einem Haufen. Kommen wir ein bisschen zügiger durch. Der Solarmarsch ist jetzt hier. Da ist das behinderte Schild. Okay, jetzt auch weg Elektroschocken? Nee, das geht nicht. Das hätte mich auch stark gewundert. Hoppala. Fuck. Auto zielen, hat einen Magger getötet. Ich muss hier weg. Ich muss hier sowas von weg. Shit. Scheiße, ey. So. Was ist denn das hier? Auch für das Promi-Gebiet, oder? Heftig, ist ja alles voll. Na. Ich war doch gar nicht zuletzt. Ach. Ich fahre jetzt gerade Hampstead Drive. Sam Austin Drive. Fangen wir mal hier oben an. Gut. Ja, ich dachte jetzt, die Punkte. Hä, will mich verarschen? Die Punkte, wo ich die Schilder schon gelöscht habe, werden auch auf der Internetseite gelöscht. Das macht ja gar keinen Sinn. Tja, weil ich das Schild abkloppe, endet der Mag an seiner Homepage. Das ist ein bisschen Schwachsinn. Also muss man da so ein bisschen Auge drauf haben, welches man eventuell schon kaputt gehauen hat. So. Aber das sollten wir hinkriegen. Das Auto drückt ganz schön, muss ich sagen. Schön langsame Autos gehabt. Wenn ich auf dem Weg hier ein Schild aufhält, schreit. Das war ja eigentlich das Äußerste von denen gewesen. Wie die Tochter von Michael. Oh. Da ist es. Alter! Danke für den Porsche.
Der ist wirklich flott hier. Holla, die Waldfee. Mit dem ist gemütlich cruisen, ist mit dem nicht drin. Ja komm, wir fahren jetzt noch ein bisschen auf eigene Faust rum. Gucken, was wir so finden. Diese Schilder sind ja eigentlich relativ auffällig. Wenn man nicht auf einer Seite Matschauge hat, Hendrik. Das ist ein Briefkasten. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Kann mir mal erklären, warum mein Bild jetzt schwarz ist? Hallo? Ey! Wieso startet sich das Spiel jetzt neu? Wollt ihr mich verarschen oder was? Euer Ernst jetzt? Echt? Dankeschön! Und dann heißt es immer, ich soll das Spiel nicht flamen, weißt du? Nee, hab ich auch gar keinen Grund zu, wenn sich das einfach aufhängt. Ja, jetzt erstmal 3 Stunden Ladebildschirm hier. Geiles Ding, Alter. GG, ey. Das ist doch scheiße, sowas. Wieso kackt das auf einmal ab? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, das ist scheiße. Das ist echt scheiße, sowas. Komm, lad. Hinter hier. Komm. Alter, so lange lädt das sonst noch auch nicht. Ja, geiles Ding. Wir sind Trevor, irgendwo im Stripclub. Haben wahrscheinlich beide Freaks noch nicht mal angesprochen. Ach doch, das schon. Nee, Leute, tut mir leid, aber da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Auf den Scheiß. Das fuckt mich gerade echt richtig ab. Aber richtig, echt. Ja, das ist scheiße, sowas. Das ist echt scheiße. Was machen wir denn dann? Promi-Müll rumwühlen, habe ich jetzt auch keinen Turn drauf. Was kann ich hier kaufen? Mackenzie Feldhanger. Ist auch gay. Was kann man hier machen? Ist auch ein paar Läden. Pitchers 750. Haben wir, glaube ich, nicht genug Kohle für. Was haben wir? Nee, haben wir nicht genug Kohle für. Scheiße, ey. Den hätte ich echt gerne laden. Was haben wir hier? Garage Pillboxes. Yachthafen. Autoschrottplatz geht gut. Ja, fahren wir zum Schrottplatz. Scheiß auf YOLO und so. Nee, jetzt hat mich gerade echt abgefuckt, ey. Ja, aber ja. Können wir gleich beim Schrottplatz lassen, die Karre. Wenn ich damit fertig bin, auf jeden Fall. Habt ihr das schon mal gehabt? An jetzt die GTA 5 Story-Spieler unter euch. Ich rede jetzt nicht online. Definitiv nicht. Habt ihr gesehen, dass ich gerade nicht online gespielt habe. Dass der Online-Modus dann auch seine Fehler und Problemchen und Wehwehchen hat, das ist klar. Das wissen wir alle. Aber habt ihr es schon mal im Story-Modus gehabt? Nach dem Motto, Bumfuck, fick dich selber? Oder ist euch das noch nie passiert? Das würde mich echt mal interessieren. Oh, jetzt regnet das aber noch. Oh, Sam, du kannst doch sowieso schon nicht fahren.
Und dann auch noch bei Regen. Meine Fresse. Und Monster-Stunt. Ah, schade. Schade. Ich dachte, ich kann hier so voll geil lang springen und dann ist da ein so ein blöder Mast im Weg, ey. Kacke, was ist dazu denn? Zuckst du so? Ist das mit meiner Lenkung? Hey, dein Auto ist schöner als meins. Dein Zustand ist mal ein bisschen besser. Ich habe hier, verkriecht mich gerade. Ich würde mich interessieren, wenn ich mit dem Schrottplatz irgendwas machen kann. Ob ich solche Autos klauen kann und fahre den hier zum Schrottplatz hoch, um so ein bisschen Kohle zu machen oder sowas. Das wäre echt cool. Ja, gebrauchte Ersatzteile für Autos, aber... Der richtet sich danach, wie viele Autos zu Schrott gefahren werden. Oh, mein Freund. Ich werde reich. Ich werde reich. Komm, wir fangen gleich mit dem hier an. Ja, geil. Komm, wir machen mal ein bisschen Geld, meine lieben Freunde. Komm, wir wollen Geld machen. So. Wieso kam ich jetzt erst auf die Geschäftsidee? Eieiei. Der ist noch nicht Schrott, der ist noch nicht Schrott, da geht noch mehr. Ja. Ich würde hier aussteigen, Trevor. Nur so ein Tipp. Ich weiß, wie sich über Kopf Autos in GTA verhalten. Oh, damit kann ich viel zu Schrott fahren. Komm her. Komm. Bleib stehen. Bitte. Oh, bitte. Du bist so ein großer, fetter, schwerer Transporter, Mann. Mit, oh, ich kann mit dem sogar die ganzen anderen Autos wegrammen. Aber der ist so lahmarschig. Komm, nächstes besser. Oh. Ja. Ja, komm. Hier. So, komm her rein hier. Oh. Ich fahre echt gut irgendwo auf der Autobahn lang. Ja, als ob der mich ausbremst, ist klar. Bist du noch vorbei? Dankeschön. Das Schöne ist, ich verkaufe ja Gebrauchtwagenteile. Mit kompletten Schrott aus mir gebracht werden, mache ich richtig Kohle, weil die schlätze ich auseinander. Aber wenn ich die jetzt auch so ein bisschen zerditsche, müssen die alle neue Motorhauben kaufen und neue Kotflügel und vielleicht neue Achse oder sowas. Und alles Money. So, hier, wir haben auch nochmal was Neues. Zack, Scheinwerfer, wieder 5 Euro verdient. Nochmal ein Blinker. Nee, doch nicht. Gut. Das ist schön. Was muss der kaufen? Da brauchen wir schon auch noch eine neue Motorhaube. Zack. Neue Stoßdämpfer. Alles Geld. Bargeld. Ich sehe jetzt die anderen Autos nur als Bargeld. Ihr werdet mich nie wieder auch nur versuchen. Vernünftig fahren zu sehen. So, hier, guck mal. Die bringen richtig Asche.
Genau, du kannst mich nicht sehen. Ich bin ein großer fetter Müllwagen. Bam! Ja, komm! Ist genug Müllauto für alle da. Jamal, was machst du denn hier? Boah. Ist alles ziemlich angefressen auf mich. Gut, kümmert sich die Polizei da mal rum, die Idioten aus dem Verkehr zu ziehen. Haha, ausgetrickst, mein Bruder. Darf ich gerne auf meinem Dach landen? Die Dachpappe. Fliegendes Müllauto! Jo, ist klar. Was man mit 5 km/h GTA so alles machen kann. Das ist so geil. Das ist nicht ein Stück stabiler als dieser blöde Drahtzaun, der hier überall rumsteht, ne? Ist da Gas drin? Ja, da ist Gas drin. Aber gut, ein Schrott im Müllwagen bringt auch Kohle. Ist da Gas drin? Bam! Nicht die schlauste Idee meines Lebens, gebe ich zu. So, wir verteilen nochmal eine Flying Headnut und dann würde ich sagen, beenden wir die Part, wenn sich das Spiel nicht wieder aufgegangen hat. Ah, doch. Aber wen geben wir die? Wer hat die sich denn am meisten verdient? Hallo? Ah, da hinten. Da sitzt doch jemand auf der Bank. Bam! Schlampe. Relaxo Body Slam, habe ich gehört. Die ist tot. Verzug, mein Freund. Wie schießt er auf mich? Die hat er gesoffen? So, wo seid ihr? Cops. Oh, kann ich hier so eine Fahr weg von den Bullen-Funktion machen? Nee. Das unauffälligste aller Autos, ein Taxi. Und gerade noch weggekommen. Besser geht's nicht. Geiles Ding. Any hapless passengers out there needing pickup? Perfect timing. I got a customer for you right now. I'm on it. Ja, fahren wir noch einmal Taxi? Komm, eine Taxifahrt machen wir noch. I'm sending you the location now. Also das war gerade das perfekte kleine Mini-Massaker. Was ich da gemacht habe. Ein paar Leute in die Fresse eingehauen. Taxi! Oh Gott, den muss ich eigentlich töten. Get moving. Oh, mein Freund, na, wie war dein Tag? War es schön, harter Tag gewesen als schwuler, männlicher Friseur in einer Stadt voller Weißer.
Schlag doch gerade, ey. Strecke aber auch laufen können, ey. Für so eine Strecke Taxi rufen, ey. Unverständlich. Das ist doch GTA. Klau dir einfach ein Auto. Das juckt die Leute hier in der Stadt nicht so sehr. Ich habe schon 1000 Autos geklaut. Interessiert niemanden. Sogar das Taxi ist geklaut, in dem er gerade drin sitzt. Die Taxis sind dafür, dass es Taxis sind, sind die aber auch ganz schön flott unterwegs. Ich, also, wenn das mein Taxifahrer wäre, ne? Der würde nicht einen Cent Trinker kriegen, Alter. Zweimal jemand angeditscht, rote Ampeln, zu hohe Geschwindigkeit. Ich würde sagen, Mager, Alter. Nie wieder. War zwar zügig. Ja, shit. Genau das dachte ich mir auch gerade. Yo, good looking out. $68 Trinkgeld. Du darfst weiterleben. So, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, wir beenden den Part an der Stelle. Syntax sieht noch zu, dass er von den Bullen wegkommt. Und dann würde ich sagen, der nächste Part kommt wie immer morgen. Was für eine Überraschung, Judo und Say Syntax. Und verfick Double. Ich bin nur ein Taxi. Ja, bis denn. Auf Wiedersehen. Bleib stehen, damit ihr schießen kann. Euer Mr. Semtex. Hahaha, jetzt muss ich mich ergeben, Alter. Ein Scheißdreck. Der Granatwerfer ist geil. Tschüss. Granatwerfer. Übrigens, ich habe einen geilen Tipp von euch gekriegt. Wenn man Heli loswerden will, in Windpark fahren. Ich habe mir daraufhin mal ein Video angeguckt. Hammer, die werden so zerfetzt da im Windpark. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Windpark ist, würde ich das glatt machen. Wie süß. La 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 la. Ihr seid so niedlich. Scheiße, Edi. So, wenn man diesen Heli am Arsch hängen hat, ey. Das sieht gut aus, Lücke genutzt. Muss ich abbiegen, Och, nicht euer Ernst, oder? Ich habe einen Straßenbulle gesehen. Oh shit. Ich muss hier rein. Das war verdammt knapp. Aber da kommen sie. Fuck! Alter, wie die einen einkesseln, ohne zu wissen, wo man ist. Egal, komm, den Heli versuchen wir uns nochmal zu holen. So. So, meine Freunde. Wenn wir uns verabschieden, damit ein Knall.
Bis denn, zur nächsten Folge, euer Mr. Semtex.